Guten Abend und natürlich herzlich willkommen hier zu unserem nächsten Webinar bei JFD Brokers. Ja, natürlich auch herzlich willkommen im Namen von JFD und heute nicht nur in meinem Namen, Stefan Friedrichowski, wie gewohnt zu dieser Art von Webinaren. Nein, heute natürlich auch im Namen von Jens Klatz, der auch schon dabei ist und natürlich auch nachher noch mit zu Wort kommt. Gar keine Frage. Also wie immer ein spannendes Thema und ich muss ganz ehrlich gestehen, heute bin ich ein bisschen besonders stolz auf das Thema. Professionelles Trading, JFD Basket Portfolio. Wenn ich es mal ganz runterbreche, könnte ich auch sagen, was ihr heute hier seht, ist eigentlich die Ernte von einigen Jahren Arbeit, sowohl von Jens als auch von mir, weil wir jetzt in der Lage sind, hier noch ein größeres Produkt vorzustellen. Und natürlich wollen wir heute einerseits natürlich auch das Produkt vorstellen, JFD Basket Portfolio. Aber wie immer gilt es natürlich auch, wie immer in meinen Webinaren, um Dinge zu lernen. Und heute insbesondere, naja, also das Risk Management eines gesamten Portfolios. Natürlich will ich auch noch über einzelne Strategien sprechen. Die sind dann aber auch für den einen oder anderen nicht neu, weil euch wird einiges vielleicht heute überraschen. Aber ein paar Sachen kennt ihr schon. Genau von den Strategien, die auch jetzt Teil des JFD Basket Portfolios sind, sind hier schon längst im Webinar besprochen. Aber das machen wir heute nochmal im Detail. Und natürlich auch, ihr werdet sehen, da gibt es auch die ein oder andere Überraschung. Gerade Jens hat da noch einiges vorbereitet, so kleine E-Books. Also seid schon mal gespannt, da gibt es auch noch was im Nachgang für jeden. Ansonsten gilt natürlich wie immer, einmal das Datum sagen, 21. März 2018, 19 Uhr, das ist schon mal klar. Und ihr seht schon mal hier gleich auf der ersten Seite nochmal meine E-Mail-Adresse, wenn im Nachgang Fragen sind, ihr irgendwelche Sachen noch haben möchtet, kein Problem. Einfach an die E-Mail-Adresse eine kurze E-Mail und ich sehe zu, dass natürlich die Unterlagen bei euch ankommen. Ansonsten, die Folien sind schon wie immer zum Download bereit und können also da dann schon eingesehen werden. Also überhaupt gar kein Problem, dass ihr da schon mal auch noch ein paar andere Dinge direkt dann für euch schon mal downloaden könnt. Ansonsten, ja, an sich ist natürlich heute ein Mega-Event. Aber dieses Mega-Event lassen wir mal einfach mal eben links liegen. Wir nennen es FED-Zinsentscheid. Wie immer, ich bin der Falsche, den man fragen muss, ob gerade irgendwas passiert. Ich interessiere mich da immer herzlich wenig für. Die Algos werden es schon richten und von daher lassen wir den Dingen einfach mal ihren Lauf. Ihr wisst, einmal muss ich es dir zeigen, Risk Disclaimer, erst recht heute. Wir sprechen wieder über richtige Strategien, so wie wir sie auch tatsächlich traden. Und wenn ihr was damit unmittelbar macht, logisch, mit den vorgestellten Strategien, die auch heute nochmal genau genannt werden, ihr tradet wie immer auf eigenes Risiko, das ist klar und ist, glaube ich, in Summe selbsterklärend. Ansonsten ist natürlich wieder klasse, dass so viele heute hier sind. Aber mal genauer, was passiert denn heute? Das JFD Basket Portfolio. Ja, natürlich müssen wir mal fragen, wer steckt da denn hinter? Weil Produkte oder irgendwas gibt es viele, sondern nee, auch Menschen stecken dahinter und die wollen sich natürlich auch nochmal vorstellen. Ist doch logisch. Wir haben nämlich heute auch ein bisschen sogar anderes Teilnehmerpublikum, wie ich schon sehe. Also ein bisschen breiter. Also von daher stellen wir uns auch gleich nochmal kurz vor. Was das dann genau ist, das Basketportfolio und wie da getradet wird, in welcher Form und mit welchen Logiken, das soll man natürlich ganz genau vorstellen, transparent wie immer, weil das ist das, wo wir immer vorne mit dabei sein wollen und natürlich immer nach dem Motto, der eine oder andere kennt den Satz, den hat er von mir schon so oft gehört, zeig mir deinen Kontoauszug, sonst brauche ich dir nicht weiter zuhören. Und natürlich ist das, was wir immer machen. Also ganz offen, genau damit herumgehen. Wir machen sowohl einen Strategieüberblick als auch zwei nochmal ganz im Detail. Wobei gerne auch noch der Verweis ist, da gibt es auch ältere YouTube-Aufzeichnungen, jeweils in noch mehr Detail zu diesen Strategien. Und dann nochmal etwas, was sicherlich den einen oder anderen auch schon immer beschäftigt hat in seinem eigenen Traden, nämlich wie steuern wir das Risiko bei einem Portfolio? Also wie macht man eine Portfolio-Gewichtung und dann ein adäquates Risikomanagement genau damit? Und um das halt sauber zu machen, will ich euch eine Methodik vorstellen, die ist zwar wahnsinnig einfach,
aber auch sehr hilfreich und hat zum Ziel eins, konservativ. Ganz konservativ, weil hier geht es schon im Sinne eines Vermögensaufbaus um Vermögensverwaltung und das wollen wir natürlich hier auch ganz, ganz ernst nehmen. Und natürlich schließlich und endlich sei mir noch gegönnt, auch die Frage zu beantworten, wie kann man denn da dran partizipieren, wie kann man denn mitmachen? Gut, der eine oder andere nennt das jetzt sicherlich Werbung, ist okay, ist auch Werbung, aber ich hoffe mal, das ist uns dann mal auch erlaubt. Gut, aber natürlich hier die Händler, die hinter dem Portfolio stehen. Und jetzt würde ich auch gleich mal den Jens doch mal bitten, hier selber sich auch nochmal zu Wort zu melden, um sich auch vorzustellen, weil Jens hat hier schon einiges geleistet, vor allen Dingen an Historie für genau dieses JFD Basket Portfolio. Also ich bin einfach nur froh, dass auch Jens mit hier an Bord ist. Ja, hallo, guten Abend. Ich muss an der Stelle sagen, ich muss jetzt erstmal so ein bisschen reinkommen. Normalerweise bin ich ja derjenige, welcher der gleich von Anfang an spricht und das ist gerade total super. So, man sitzt hier und kann dir jetzt einfach mal zuhören und ja, ich möchte auch natürlich allen einen wunderschönen guten Abend wünschen. Ich hoffe, dass man mich gut verstehen kann. Das ist normalerweise immer so meine erste Frage. Aber eigentlich sollte das alles bestens funktionieren. Und ja, ich freue mich, heute Abend hier sein zu dürfen. Ich nenne es mal Basket-Projekt. Das ist ja etwas, was sich im Laufe dann der letzten Wochen und Monate, ich sag mal, entwickelt hat. Und also jetzt nicht die Strategien, die entwickelt worden sind, also da, wie Stefan schon sagte, jahrelang, die da ausgearbeitet worden sind. Aber dieses Projekt so als solches, das hat sich ja dann so ergeben und läuft jetzt im Grunde genommen an, seit Februar, glaube ich, Mitte Februar. Und ja, ich bin natürlich sehr froh, Teil dieses Projektes sein zu dürfen und dort als Händler eben dann auch aktiv tätig zu sein und eben meinen Input, mein trading-technisches Können mit einfließen zu lassen, um dann eben zur entsprechend positiven Rendite hoffentlich beitragen zu dürfen. Jo. Prima. Nein, und ihr habt sicherlich schon gelesen, Jens ist auch nicht gerade erst seit gestern in diesem Geschäft, auch wohl bekannt, sogar als Autor. Und ja, nachher haben wir dann hier auch nochmal dazu wieder zwei Highlights, weil Jens hat sich die Mühe gemacht, zwei der Strategien auch nochmal genauer zu beschreiben. Und die wollen wir auch als kleines E-Book auch vorstellen und euch auch einfach kostenlos anbieten. Das heißt, nachher reicht eine E-Mail. Und dank Jens haben wir das jetzt auch nochmal in wirklich schriftlicher Form. Also wirklich eine tolle Sache. Und ihr werdet dann auch gleich nochmal die Historie unmittelbar sehen. Nicht die Historie von Jens als Lebenslauf, sondern die Trading-Historie. Und die kann sich sehen lassen. Also, so viel nochmal zu Jens. Vielen Dank, Jens, dir. Und natürlich kurz noch zu mir. Ja, Name, wie immer, langer Nachname und so weiter. Ihr wisst, dass ich immer so einen etwas anderen Blick auf die Börse habe, vielleicht als viele andere. Ich gucke da ziemlich abstrakt drauf, ziemlich mehr mathematisch nüchtern. Und ich weiß, der ein oder andere sagt mir auch bei Webinaren, mein Gott, so trocken kann man durch diese Materie gehen. Und gleichzeitig kriege ich dann auch zu hören, genau das finde ich gut. Also, ihr wisst, darauf basiert auch mein Ansatz, das Ganze nüchtern mathematisch zu betrachten. Und so wollen wir es natürlich auch in Zukunft machen. Soweit mal kurz erstmal zu den Händlern. Dann gehen wir gleich mal auch das, was ja ein Portfolio ausmacht, nämlich die Eckpunkte. Und ihr seht auch gleich schon eine Tabelle mit Performance und. Und das, was ihr hier seht, ist wirklich die Live-Performance. Soll heißen, alle Zahlen, die hier auftauchen, kommen nur ausschließlich aus echten Kunden und nicht aus irgendeinem Backtest und irgendeiner zusammengeschusterten Überlegung oder ähnlichem. Ihr merkt, ich schweife das schon so ein bisschen aus, weil ich das immer hasse, wenn Leute etwas anderes zeigen als eigentlich den Kontoauszug. Und genau das machen wir hier. Und das
Der JFD Basket Portfolio ist halt tatsächlich ein Investmentprodukt. Und zwar sowohl für private als auch für institutionelle Anleger. Und beide haben auch schon ihren Weg hier zu uns gefunden. Und das ist natürlich super gut und hat auch schon eine längere Historie. Insbesondere nochmal dank Jens, der das Ganze schon live, also in Konto seit 2016 schon betreibt. Und deswegen gehen auch die Zahlen so weit zurück. Und die haben wir natürlich hier gerne mit einfließen lassen. Das Ganze ist sehr konservativ. Der eine oder andere wird schon sagen, das sind aber kleine Zahlen da. Ja, aber es sind auch kleine Minuszahlen. Und wir wollen das Ganze sehr konservativ angehen, weil das ist die Zielrichtung. Wir wollen nicht irgendeine Versprechung machen mit 100% in 2 Monaten. Das ist nicht unser Stil. Und ja, wie erreichen wir das? Wir machen das so, dass wir in Summe 9 Einzelstrategien in einem Portfolio als komplette Diversifikation traden. Ihr werdet nachher sehen, das ist auch ein bisschen aufgeteilt, nämlich in 8 automatische Strategien und eine diskretionäre. Diskretionär als einzelne Strategie ist sozusagen das Portfolio aller Trades, die Jens einfach diskretionär in dem Trade macht. Und wenn da trotzdem so 2 Zahlen stehen von 80%, 20%, dann hat das was mit der Risikoverteilung zwischen genau diesen Einzelstrategien zu tun. Und was wir machen, ist, wir traden sowohl Forex als auch Indizes als auch Gold. Was wir im Moment zumindest nicht traden, sind irgendwelche Aktien, ETFs oder andere Produkte. Das machen wir alles nicht. Also eigentlich traden wir so, wie viele von euch auch. Aber unser Ziel ist halt, wir wollen eine moderate Rendite bei möglichst geringem Risiko. Und wenn man hier mal diese Zahlen sich genauer anguckt und nachher nach maximalen Drawdown oder sowas fragt, kommen auch entsprechend schön kleine Zahlen bei raus. Und darauf sind wir auch wirklich stolz. Also insbesondere, da muss ich ganz ehrlich sagen, kann Jens stolz drauf sein, weil die langfristige Historie an der Stelle, wirklich zurück ins Jahre 2016, ist ja unmittelbar vom Jens. Also das sind mal schon mal so ein paar Eckpunkte aus dem Ganzen. Und ja, hier die 9 Strategien, mal wirklich mal namentlich genannt, steckt extra nochmal Jens als diskretionärer Anteil hier an erster Stelle. Und dann vertraute Begriffe. Also der sozusagen treue Hörer dieser Webinare werden vieles, vieles wiedererkennen. Open Range Breakout Euro japanischer Yen, Open Range Breakout Gold. Hey, da klingelt's. Das sind doch Strategien, die wir hier auch schon längst besprochen haben. DAX S&P 500, DAX Day of Week, auf DAX Day of Week und Euro japanischen Yen gehe ich auch nachher nochmal genauer drauf an. Ja, und dann haben wir noch weitere. Big Ben Portfolio ist auch ein bisschen Open Range Breakout mit ein bisschen anderem Touch. Und so einige Dinge, die so aus dem Positionstraden herauskommen, wo wir einen Wahrscheinlichkeitsvorteil nutzen, deswegen stehen da so Begriffe wie EMA und Power Candle, und die dann entsprechend traden. Also es ist wirklich ein komplettes Portfolio und ja, das wollen wir natürlich auch so beibehalten und damit sind wir extrem diversifiziert. Wenn ich jetzt gleich schon mal sage, ich gucke mal wieder auf eine Historie und diesmal ein bisschen genauer. Will ich auch gleich mal nochmal den Jens dann fragen, weil er ja vieles von der Historie hier beisteuert. Da haben wir was. Und zwar, diese Kurve fängt nämlich an im Jahre 2016 und auch bis in die jüngsten sozusagen kleinen Spitzen ist vor allen Dingen sind die Sachen direkt von Jens getradet worden. Seit dem 19.02. sind dann die anderen Strategien live draufgeschaltet. Und ja, so sieht's aus. Jens, vielleicht kannst du mir noch mal ein paar Dinge zu deinem diskretionären Ansatz hier uns sagen. Ja, interessanterweise ist es so, ich muss immer so ein bisschen schmunzeln mittlerweile beim Diskretionären, weil diskretionär, das hört sich im Gegensatz zu quantitativ, also so diese Herangehensweise, die du eben favorisierst, hört sich das so in Anführungsstrichen Freestyle an. Dem ist aber in der Tat gar nicht so. Also ich würde mich mittlerweile sogar als so eine Art vielleicht Twitter zwischen Algo und diskretionärem Trader sehen. Oder um es anders zu formulieren,
Ich habe das ja auch schon diverse Male im beispielsweise Morning Meeting thematisiert, wie meine Herangehensweise ist. Es gibt halt einen Handelsansatz, eine Basisstrategie, so nenne ich die mal, von der ich weiß, dass sie einen positiven Erwartungswert hat, also sprich, dass sie profitabel ist. Und das, was ich an diesem im Grunde genommen Ansatz dann in Anführungsstrichen optimiere, das ist der diskretionäre Touch. Also das ist das Einfließen lassen. Und um sich das ein bisschen anders vorzustellen, würde ich sagen, ich habe ja einen relativ guten Überblick darüber, ausgehend von einem sehr, sehr, sehr langen zurückliegenden Backtest dieser Handelsherangehensweise, wie die durchschnittlichen Gewinner sich darstellen, wie die durchschnittlichen Verluste sich darstellen, wie die Trefferquote und die, folglich auch die Verlustquote ist. Und ich kann somit also diese Komponente Erwartungswert berechnen. Und was ich jetzt im Grunde genommen mache in meinem Handel ist, dass ich darauf abziele, diesen Erwartungswert zu optimieren. Also sprich, wenn jetzt zum Beispiel der Erwartungswert, sagen wir mal 10 Cent pro riskiertem Euro ist. Also sprich, wenn ich jetzt 1000 Euro riskiere und im Schnitt dann pro Trade, unabhängig jetzt davon, ob es ein Gewinner oder ein Verlierer ist, 100 Euro verdiene pro Trade, den ich mache, dann ist mein Ziel, aus diesen 100 Euro, sagen wir mal, 110 Euro zu machen, was ja schon mal eine Steigerung des Erwartungswerts um 10% bedeutet, von dann 10 Cent auf 11 Cent. Das hört sich erstmal unwesentlich an, aber über die Masse an Trades, die eben gemacht wird, die abgesetzt wird, kommt natürlich infolgedessen eine größere oder positivere Performance eben draus. Und damit man sich auch vorstellen kann, wie ich das mache, ich habe die Basisstrategie auf einem Demokonto parallel laufen. Und dann eben das Handelskonto. Und diese Basisstrategie lasse ich durchlaufen. Die generiert eben dann entsprechend die Trades. Und am Ende des Tages schaue ich dann eben entsprechend, wie war das Ergebnis der klassischen Basisstrategie im Demo und wie habe ich im Vergleich dazu im realen Modus abgeschnitten. Und mache dann im Grunde genommen ausgehend davon eine Zäsur jeden Tag und schaue eben, wie ich performt habe. Und jetzt stellt man sich das so vor, wenn ich jetzt zum Beispiel, also sagen wir mal, die Basisstrategie hat an dem Tag, sagen wir mal 50 Punkte verdient und ich habe zum Beispiel 70 Punkte verdient, dann habe ich 20 Punkte besser abgeschnitten. Wenn die Basisstrategie 50 Punkte verdient, ich habe nur 30 verdient oder vielleicht sogar verloren, dann habe ich ein Ergebnis von minus 20 und das dokumentiere ich. Es ist jetzt natürlich so, da könnte eine Transaktion im Großen und Ganzen ja, oder hat ja keine Aussagekraft, also das ist ja ein reiner Glückstreffer. Ich sag mal, wenn ich jetzt heute hergehe und das System aussetzen würde, weil eben zum Beispiel die Fettentscheidung ist, was ich tatsächlich nicht getan habe. Aber wenn dem jetzt so wäre, dann könnte es natürlich sein, dass ich auf der richtigen Seite aufwache und dann zum Beispiel der initiale Trade in der Basisstrategie in den Stop läuft und ich dadurch, sagen wir mal, 100 Punkte Profit machen würde oder besser abschneiden würde. Mein Ergebnis plus minus 0 und das der Basisstrategie ist eben minus 100. Oder eben auch umgekehrt. Und das ist jetzt eben dann das Ziel, das über eine Vielzahl von Trades zu optimieren. Und mein Management ist dann, oder das, was ich ihm tue, ist, dass ich, und das sind die diskretionären Elemente, dass ich eben schaue, wie schneide ich da ab zu der Basisstrategie und warum schneide ich ab, wie schneide ich ab. Also das heißt, ich lasse auch zum Beispiel psychologische Elemente mit einfließen, stelle mir die Frage, warum ich heute das System so und so getradet habe, was habe ich richtig gemacht. Besonders dann, wenn ich eben besser abgeschnitten habe, was habe ich nicht so gut gemacht? Also sprich, wenn ich schlechter abgeschnitten habe, es kann auch sein, dass ich schlechter abschneide, aber zum Beispiel sage, ich würde das auf jeden Fall so wiederholen. So zum Beispiel geschehen Anfang des vergangenen Monats. Der ein oder andere erinnert sich an diesen Flash Crash in den USA, im Dow Jones, und diese sehr sprunghaften Bewegungen, die wir teilweise gesehen haben. Ich habe mich da zum Beispiel sehr stark zurückgenommen. Ich habe also nicht, dass man das falsch versteht. Ich habe tatsächlich positiv performt, aber das System, wenn ich es einfach hätte durchlaufen lassen, hätte besser performt. Und jetzt ist natürlich dann meine Entscheidung darauf zurückzuführen, dass ich über die langen Jahre, die ich am Markt eben Erfahrung gesammelt habe, eben weiß, wie wichtig Liquidität ist. Und bin auch ein gebranntes Kind. Der ein oder andere hat ja den SMB-Crash mitbekommen. Nicht, dass ich dort positioniert war, aber ich habe zumindest bei einem Broker zu der Zeit gearbeitet, der infolgedessen fast bankrott gegangen ist und heute darunter leidet. Und immer wenn ich halt ein niedrig liquides Marktumfeld sehe, werde ich ganz per se sehr, sehr vorsichtig. Ich fahre aber dann zum Beispiel mein Risiko wieder hoch, sobald sich die Marktbedingungen wieder geglättet haben. Also wie zu den NFPs zum Beispiel, wenn man sieht, dass der Markt in die eine oder andere Richtung ausschlägt und dann der Spread sich auch ausweitet und ich warte, bis der sich wieder zusammengezogen hat. Ja, und das ist im Großen und Ganzen so, wie ich im Grunde genommen rangehe. Also Kurzfassung, Basisstrategie und ich versuche die Basisstrategie, von der ich weiß, dass sie einen positiven Erwartungswert hat, einfach noch profitabler werden zu lassen. Bis jetzt gelingt mir das ganz gut, muss ich sagen.
Super, also gefällt mir auch richtig gut. Ich meine, für mich ist es jetzt keine Neuigkeit, genau wie du es beschreibst, aber ich glaube, für euch alle draußen da nochmal ein ganz anderer Blick, auch wenn man schaut, was wir sonst in Webinaren machen, indem wir über starre Handelssysteme reden. Dieser Touch, den genau Jens bei dem Ganzen beibringt über seinen diskretionären Anteil, ist natürlich etwas Fantastisches, weil. Und da muss ich jetzt einfach mal gerade sagen, dass ich Kurven von Jens kenne, die wir jetzt gerade hier nicht vorbereitet haben, aber der einfach dadurch in der Lage ist, so Equity-Kurven von Strategien quasi zu glätten. Und das ist natürlich eine tolle Sache, weil nämlich damit die Drawdowns insbesondere kleiner werden. Vielleicht wird sogar der Gewinn auch leidet dann ticken drunter. Aber wenn man dann fragt, wie viel bekomme ich pro Risiko, steigt die Zahl. Und das ist natürlich dann wirklich ein super guter Touch an dem Ganzen. Und ja, den haben wir unter anderem halt hier in dem Portfolio. Also tolle Sache. Kurz mal eben weiter hier. Also wir sehen diese Kurve. Jetzt habe ich gesagt, da sind irgendwelche Sachen jetzt ganz komplett auf das Konto draufgeschaltet, mit einer seit kurzem. Und das war dann Mitte Februar. Und das einfach mal kurz dargestellt. Jetzt gucken wir uns natürlich gerade mal einen Monat an. Der sieht dann so aus. Dieser eine Monat, ihr seht, jetzt wird hier auch wirklich alles Mögliche getradet, rauf und runter, wie ich gesagt hatte, Indizes, Forex und dergleichen. Und ja, wir sind auch erstmal hier leicht nach unten gelaufen, in Summe 1%, sind aber mittlerweile mehr im Plus als war hier im Minus waren. Und ja, also ist erstmal ein kurzfristiges Ergebnis. Aber wir sind da schon guter Dinge, dass wir genauso auch entsprechend weiterlaufen können. Ich kriege gerade hier noch ein paar Meldungen rein, dass jemand einfach auch mal bestätigt, dass er so ähnlich handelt. Genau das, was Jens auch gerade beschrieben hat, ist also einfach auch nochmal ein Element, was wir, naja, für weitere Trades sicherlich gut verwenden können. So viel mal hier. Langfristige und kurzfristige Historie, aber ich habe ja gesagt, ich will auch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Die Strategien, die alle hier noch mit, also jetzt auch dann automatisch getradet werden, da nochmal einen genaueren Blick zu. Und was ich einfach gemacht habe, ihr kennt, ich habe ja schon oft genug hier Kontohistorien gezeigt. Und ihr kennt, dass ich hier auch dann ein Portfolio machen kann. Und da sind wir halt, auch wenn die jetzt hier mit so komischen Zahlen genannt werden, sind hier halt die Einzelstrategien, die wir alle betrachten. Und jeder, der so ein bisschen ahnt, wo die Equities jeweils herkommen, kann er sehen, hey, das erste, ich sag's mal gleich dabei, das ist der euro-japanische Yen, der hat bei 1000 Euro gestartet, steht im Moment bei 1200 und ein bisschen, also 20% in knappem Jahr und so geht's hier weiter. Nur, dass man den einen Start hier auch noch richtig einsortiert. Hier unten das Konto, was bei 5.100 steht, hat nicht bei 5.000 gestartet, sondern bei 4.000. Und das ist der DAX und S&P 500 Range Breakout. Also da haben wir halt hinter jeder dieser Strategien, das sind nun mal Live-Konten, auch entsprechend eine Historie. Und diese Historie, ich mache mal einfach irgendein willkürliches Beispiel, klicken wir mal einfach an, nehmen wir mal Euro, japanischer Yen. Und dann haben wir natürlich dazu auch den einzelnen Kontoauszug. Und jetzt gleich werdet ihr irgendwie überrascht sein. Ups, wie sieht denn das aus? Das ist leider eine Tatsache, die im MT4 passiert, nämlich dass irgendwann Trades zusammengeschoben werden. Also dieses Konto, was ja am 1.4. letzten Jahres mal gestartet ist, sieht jetzt so aus, als ob es da bei 917 war. Aber das ist eine reine MT4-Geschichte. Da werden Trades zusammengefasst und alle werden plötzlich auf den Jahresanfang hier gebucht und das auch noch ein Jahr zurück. Kann ich auch nicht genauer erklären, aber es ist genau das euro-japanische Yen-Konto. Hey, super schöner Anstieg und das als wirkliches Live-Ergebnis und so soll es natürlich auch sein. Und so geht das halt durch dieses gesamte Portfolio durch. Und wenn man mal zum Beispiel hier diese automatischen Strategien nimmt und einfach nur die so addiert, wie sie sind, und das ist natürlich jetzt keine Portfolio-Gewichtung, sondern das ist einfach nur das Konto jeweils
so wie es ist. Das machen wir natürlich nachher noch ein bisschen besser, als einfach nur hier Konten addieren, sondern wir wollen natürlich Strategien auch gewichten. Und das wird natürlich dann nachher nochmal gewissermaßen dann ein eigenes Thema, wie man denn da eigentlich vorgeht. Sehen lassen kann sich das allemal. Monthly Return 1,7 ist natürlich ein schönes Resultat. Aber wie immer gilt der Satz, und den muss man einmal gesagt haben, vergangene Ergebnisse sind natürlich keine Garantie für die Zukunft, wissen wir alle. Aber das ist auch der Grund, warum wir hier aktiv weiter dran arbeiten. Es geht sogar so weit, sei mal gesagt, wir haben einen wöchentlichen Conference Call mit noch zwei weiteren Menschen von JFD, Plum und Mohammed. Und da geht es immer darum zu entscheiden, sind Änderungen nötig und wenn ja, welche. Dazu muss ich übrigens auch noch was sagen, weil ich das einfach, ich muss ehrlich sagen, ich finde das phänomenal, ehrlich gesprochen. Das unterstreicht, glaube ich, unsere professionelle Herangehensweise auch an das Thema. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere so ein bisschen gebrannt ist, möchte man vielleicht auch sagen. Es gibt ja so die ein oder andere Erfahrung, die man mittlerweile auch im Internet lesen kann, hinsichtlich solcher Managed Account Lösungen und so weiter, wo eben einem Trader Geld anvertraut wird und was dann nicht ganz so gut funktioniert hat. Und das ist in diesem Fall eben, glaube ich, eine ganz andere, eine komplett andere Herangehensweise, weil es eben nicht die Verantwortung auf der Schulter einer Person liegt, sondern eben auf vier Köpfe oder drei, vier Köpfe, so sage ich mal, aufgeteilt ist und wo eben dann auch ein sehr aktiver Austausch stattfindet hinsichtlich beispielsweise der Risiken und dergleichen, wie die besser zu gewichten sind, welche Adaptionen vorzunehmen sind und dergleichen. Also das ist wirklich so, wie man es, ich sag mal, aus der professionellen Hochfinanzwelt kennt, so wie man es von einem Hedgefonds, von mir ist auch Investmentfonds, um es mal ein bisschen moderater vielleicht erstmal anzufangen und dergleichen, eben tatsächlich erwarten würde. Und das ist was, was ich, also wo ich auch unglaublich mich wohlfühle und unglaublich stolz bin, so sage ich mal, da Teil sein zu dürfen der ganzen Angelegenheit. Nee, geht mir ganz genauso. Und den finalen Schritt haben wir dann auch noch sogar schnell vollzogen. Aber einfach auch dank dessen, dass vieles schon über Monate und Jahre hinweg im Voraus sozusagen in Bearbeitung war. Und dann konnte man natürlich auch entsprechend schnell den Start machen. Jetzt habe ich natürlich versprochen, nochmal über zwei Strategien ein bisschen genauer zu reden. Und da habe ich einfach nochmal zwei rausgepickt, Euro, japanischer Yen und DAX Day of Week, weil sie halt so schön einfach sind. Und ich will damit aber auch nochmal unterstreichen, wie transparent wir mit allem umgehen und auch einfach nochmal sogar sagen, wie wir hier traden. Also es ist gewissermaßen so, ja, geben wir unser geheimes Kochrezept hier preis. Machen wir gerne. Gar keine Frage. Weil wir möchten eigentlich zwei Sachen erreichen. Zum einen sagen, wie kann man sowas angehen? Also wie kann man auch selber so traden, wenn man möchte? Aber halt auch genau zu zeigen, was steckt hinter so einem JFT Basket Portfolio? Dann kann man sich auch vielleicht besser und wohler damit fühlen, wenn man viel besser versteht, was ist denn da eigentlich drin? Und nicht so etwas, sondern ganz einfach nur eine Blackbox hat. Also nochmal ganz kurz, wirklich aktives Traden, Breakout-Systeme. Da haben wir nämlich mehrere hier drin. Und nochmal kurz gesagt, wie die denn im Detail funktionieren. Breakout-Systeme funktionieren eigentlich immer nach einem Standardschema. Man fängt immer an, indem man eine zeitliche Range hat, hier in meinem Beispiel von 0 Uhr bis 8 Uhr. Und diese zeitliche Range bildet dann immer eine, also weil es währenddessen gibt es ja Kursbewegungen innerhalb dieser zeitlichen Range. Und diese zeitliche Range bildet dann eine preisliche Range. Also kriegen genau diese graue Box hier hin. Und dann geht man einfach hin am Ende dieser zeitlichen Range. Das wäre hier um 8 Uhr. Und man kennt ja jetzt das Maximum, das Minimum innerhalb dieser Range. Platziert man in der klassischen Variante eines Breakout-Systems einfach zwei Order. Eine Buy-Stop-Order auf der Oberkante und eine Sell-Stop-Order auf der Unterkante. Und wieder in der Standardvariante geht man so vor, dass man sagt, okay, wird eine von diesen beiden Pending-Ordern getriggert, wird die andere gelöscht, was man dann OCO nennt, also One Cancels the Other. In meinem Beispiel hier ist dann hier irgendwo die Sell-Stop-Order getriggert worden, dann hätte man in dem Moment die Buy-Stop-Order gelöscht und
Wie es denn so sein muss, wenn jemand eine Strategie zeigt, tut natürlich der Preis auch genau das, was die Strategie will, nämlich es läuft hier weiter nach Süden und ein paar Stündchen später wurde der Take Profit erreicht, der jetzt hier wieder in diesem Beispiel auf der einfachen Entfernung entfernt war. Was meine ich mit einfacher Entfernung? Naja, tracht mal einfach in Gedanken die graue Box genau einmal nach unten ab, dann landet er genau bei der grünen Linie, da sitzt der Take Profit und der wurde erreicht. Das heißt, in seiner ursprünglichen Variante hat eine Breakout-Strategie drei Freiheitsgrade. Und diese drei Freiheitsgrade sind ja das, womit wir nachher immer fragen, hey, wo sind da die optimalen Parameter? Mit all diesen Einschränkungen von Überoptimierung und, mit den Methoden, die wir alle, auch die ich alle in den letzten vergangenen Monaten mal vorgestellt habe, wie man da vorgeht. Aber eigentlich hat es erstmal nur drei Freiheitsgrade. Range ist Startzeit, hier in dem Beispiel 0 Uhr, Endzeit 8 Uhr und dann dieser Take-Profit-Multiplier oder andere würden auch einfach nur sagen, das CRV, was jetzt hier in dem Fall 1 ist. Damit ist man eigentlich fertig mit der Beschreibung dieser Strategie. Man kann jetzt noch weitere Freiheitsgrade hinzunehmen, machen wir nämlich auch genau für diese Open Range Breakout Euro japanischer Yen. Da nehmen wir noch ein EMA als rein, als Trendfilter, dadurch setzen wir auch gar nicht mehr beide Order gleichzeitig und diesen Freiheitsgrad nehmen wir noch mit dabei. Da sind auch andere denkbare, nämlich wie Wochentage oder man guckt noch, wie ist das dann am Vortag gewesen, ist die Range zu klein, zu groß, all solche Dinge. Wie sieht es dann konkret aus für genau das Setup Open Range Breakout Euro-Japanischer Yen, so wie wir es auch dann in dem JFD Basket Portfolio traden. Die Range Startzeit ist in Wahrheit 3 Uhr, nicht 0 Uhr, wie gerade auf meinem Beispiel. Und die Range Endzeit, ich schreibe mir mal symbolisch 9:59 hin. Damit meine ich zwar eigentlich 10 Uhr, aber ich will damit sagen, es ist so die letzte Millisekunde bis 10 Uhr. Um 10 Uhr ist nämlich Zeit, die Order zu platzieren. Jetzt setzen wir allerdings einen Trendfilter an. Dazu nehmen wir einen EMA 11 in diesem dann H1 Chart und ja, wir setzen die Order nur in die Richtung, die zugunsten des EMAs ist. Das heißt, ist der Preis oberhalb vom EMA, wird die Buy Stop Order platziert, unterhalb die Sell Stop Order. That's it. Ja, und dann haben wir ein CRV. Und das CRV ist hier 1,7 und damit traden wir. Wenn jetzt ein Trade initiiert wurde, also sprich, der läuft los, und wenn er dann bis 22 Uhr nicht in den Stop-Loss und nicht in den Take-Profit gelaufen ist, was ja vorkommen kann, dann melden wir ihn. Also, das ist eine Strategie, die keine Overnight-Trades macht, sondern, ich nenne das immer, einen Time-Stop hat, also um 22 Uhr ist Ende. Und das ist die ganze Strategie. Hat allein im letzten Jahr knapp 20% jetzt gemacht, also nein, es ist sogar über 20%, aber das Jahr ist noch nicht zu Ende. So rum muss ich formulieren. Ist also ein schönes Grundelement, um in dieser mit dieser Strategie zu arbeiten. Gut. Und damit habe ich auch schon eine Frage gleich beantwortet, ob es 0 bis 8 Uhr ganz genau ist. Nein, also die genauen Uhrzeiten stehen jetzt hier. Und dann auf welcher Zeitebene? Ich sag mal, die Zeitebene ist nur relevant für den EMA. Das ist ein H1-Chart. Und ich nehme allerdings das Wort Zeitebene nochmal als anderes Wort, nämlich in welcher Time Zone, also sprich zu welcher Uhrzeit. Und das ist einfach hier mitteleuropäische Standardzeit. Also egal, ob jetzt, also es ist immer die 10 Uhr nach der gleichen Uhr, auf die ich selber auch schaue. Also inklusive Umstellungen von Sommer- und Winterzeit. Und ja, also einfach, ich nenne es jetzt mal deutsche Uhrzeit oder schweizerische oder österreichische. Also für, da wir alle die gleiche Zeit haben, in der gleichen Zeitzone sind. Also genau dieses. Das ist schon mal eine Strategie und nochmal wirklich im Detail. Das andere Setup, auch ein mächtiges Setup und es besticht noch mehr durch seine Einfachheit. Das ist ein Trading Setup, das nutzt das aus, was man sonst schon mal Seasonals nennt oder ja, also es nutzt Charakteristiken aus der Vergangenheit. Seasonals wie Klima oder da gibt es einfach zahlreiche Beispiele. Nur hier machen wir was, wir nehmen den Wochentag. Und deswegen heißt die Strategie auch DAX Day of Week. Und die Strategie geht wahnsinnig einfach. Morgens um 8 schaut man und vergleicht zum EMA-Wert in einem Tageschart mit einer Periode von 40
Und damit fragt man, hey, sind wir in einem Bullenmarkt oder im Bärenmarkt? Das ist eine willkürliche Definition. Zunächst mal Bulle und Bärenmarkt kann man sicherlich Lehrbücher für, vollschreiben. Aber ich sage einfach, ein Bullenmarkt ist, Kurs ist oberhalb EMA 40. Bärenmarkt, Kurs ist unterhalb EMA 40. Damit habe ich einen ersten Filter. Und jetzt weiß ich, was ich zu tun muss. Nämlich an Montagen, Donnerstagen und Freitagen gehe ich im Bullenmarkt long. Und an den anderen zwei, Dienstag und Mittwoch, gehe ich short. Jetzt denkt wahrscheinlich der eine, das ist ein bisschen irgendwie sehr simpel. Ja, ist es. Aber es funktioniert. Und auch das halt eine sehr schöne Strategie, mit der man genau einen Trade am Tag macht. Und natürlich, wie jede Strategie, braucht sie noch ein paar mehr Details, nämlich wo sitzt der Stop-Loss und wie wird der Trade beendet. Naja, der Einstieg ist einfach um 8 Uhr morgens. Also wenn der normalerweise der F-DAX eröffnet. Und das andere Gute ist, wenn der Spread dann auch bei entsprechend schön klein ist. Stop-Loss 1,1% entfernt vom Open des Trades. Und auch dieser Trade wird, wenn er nicht in Stop-Loss gelaufen ist, einfach um 22 Uhr beendet. Das ist schon alles hier. Ich wurde gerade nochmal gefragt, H1, ist das im H1? Das bezieht sich sicherlich vorhin noch auf den Euro-japanischen Yen. Also der EMA wird im H1-Chart gelegt mit einer Periode von 11. DAX Day of Week, weil davon aber will ich jetzt auch nochmal kurz zeigen. Auch der hat natürlich eine Einzelperformance, die ich auch nicht, natürlich nicht vorenthalten will. Und der DAX Day of Week ist die Strategie 12. Und dann können wir uns die auch nochmal anschauen. Auch da gibt es jetzt wieder hier so einen Versatz gleich vorne. Gleiche Begründung, also die ist einfach da, ist eine MT4-Sache. Hatte mal eine kleine Durststrecke hier hinten und dann steiler Anstieg nach oben. Also sieht richtig gut aus. Mit dieser wirklich extrem einfachen Logik. Die Strategie hat gestartet, glaube ich, ursprünglich am 1.6. Hat also ein Wachstum schon von 13% und das in, naja, sagen wir mal einfach 9 Monate, ob das jetzt ganz genau stimmt, weiß ich auch nicht. Aber also auch in einem recht überschaubaren Zeitrahmen. Der Stop-Loss wird nur gerade gefragt bei der ersten Strategie, also bei Euro-Japanischer Yen. Der Stop-Loss ist immer die Gegenseite. Das heißt, wenn ich jetzt hier meine Sell-Stop-Order auf die Unterseite setze und platziere, dann ist der Stop-Loss für diesen Trade genau die Range Oberkante, also genau die andere Seite. Oder mein R gesagt, genau das hier ist das Risiko, nämlich die Range Größe. Und das hatte ich vorhin noch nicht so genau gesagt. Also DAX Day of Week, ebenfalls einfache Strategie, auch Teil des Basket-Portfolios und nehmen wir natürlich gerne damit rein. Und nicht zu guter Schluss, weil wir müssen ja noch über das Risiko reden. Nur gleich ein kleines Angebot auch für alle, die hier mit dabei sind. Das sieht nicht nur aus wie ein Buch, das ist sozusagen ein Buch, auch wenn es nicht in gedruckter Form kommt, auf ausgedruckten Seiten und in der Bindung und ist auch nicht ganz so lang. Sind jeweils so ungefähr 10 Seiten, die das Ganze beschreiben. Wer das haben möchte, einfach kurze E-Mail. Ich schick's euch dann zu. Und das ist sowohl diese Breakout-Strategie nochmal im Detail beschrieben, auch mit all seinen Parametern und natürlich auch die DAX Day of Week-Strategie. Also wie sieht es dann ganz konkret aus? Wir nennen das mal so ein kleines E-Book. Ihr seht, das ist hier einfach so ein PDF-Dokument. Da haben wir nochmal alles wirklich zusammengefasst, auch mit Performance und historischer Performance, Backtest der Strategien, als auch die Live-Performance. So als kleines Bonbon, weil nochmal, wir wollen transparent sein und deswegen nehmen wir auch hier solche Dinge mit auf und wollen ja auch so transparent wie möglich machen. Ich gucke nochmal gerade ein bisschen auf die Fragen hier. DAX Day of Week ist schlecht zu traden, wenn man genau um 8 Uhr einsteigt. Ja, schon ein guter Hinweis, kann man eine Kleinigkeit auch gerne ändern, einfach so 8:01 Uhr einsteigen.
Das macht die Strategie sozusagen nicht wirklich anders. Von daher, also da sind auch kleine Unschärfen natürlich möglich. Also von daher gerne so. Dann es kommt gerade bitte nicht also wirklich eine E-Mail schreiben, kommt nach, hier steht nochmal die E-Mail-Adresse im Dokument, in meinen Folien ist hier auch nochmal einfach eine kurze E-Mail schreiben. Die E-Mails oder wer das hier nur ins Kommentar schreibt, das verschwindet manchmal nämlich nachher und dann habe ich sie nicht mehr. Also von daher bitte dran denken, einfach noch eine kurze E-Mail schreiben. Wenn ihr im Zweifelsfall einfach nur einen Support schreibt von JFD, landet das auch bei mir. Also geht auf jeden Fall klar. Kriegen wir auf jeden Fall Ihr hin. könnt mir auch einen schicken. Also alle E-Mail-Adressen einfach durchprobieren. Es kommt auf jeden Fall was zurück, versprochen. Genau, wahrscheinlich viele kennen auch den Jens und Jens E-Mail-Adresse. Also wir sind da gerne behilflich und stellen sicher, dass ihr genau diese Dokumente auch bekommt. Also wird auf jeden Fall funktionieren. Das Schöne ist an JFD ist, sobald in der E-Mail-Adresse hinten @jfdbrokers.com steht oder DE, dann kommt sie auf jeden Fall schon mal an. Gerade bei meinem Nachnamen gibt es einfach gerne Schreibfehler, aber es ist kein Problem. Soweit. Also, das als kleines zusätzliches Angebot. Okay, da trudeln auch schon die ersten E-Mails ein. Aber natürlich noch die andere zentrale Frage, die ist nicht unwichtig. Und zwar, wann immer man über ein Portfolio redet, sollte man sich Gedanken über die Risikosteuerung gemacht. Und das kommt gerade auch nochmal hier unmittelbar als Frage rein, wie wird das gemanagt? Gerade in dem Portfolio. Wir haben ja gesagt, wir haben 9 einzelne Strategien. Und jetzt geht es darum, dann das Risiko einerseits zu steuern für das Gesamtportfolio und andererseits natürlich auch die Gewichtung von den einzelnen Strategien festlegen. Das, was ich vorhin euch gezeigt habe, als ich gesagt habe, wo so ungefähr 30.000 Euro rauskam, das war einfach die Addition der Einzel-Live-Ergebnisse von diesen Strategien. Das ist aber keine Gewichtung, das ist die reine Addition. Und so ähnlich kann man auch anfangen, und das ist das, was ich hier Ansatz 1 nenne. Ich will ihn nennen, weil er auch eine gute Möglichkeit ist. Und die will ich nicht verteufeln, aber wir haben uns für einen noch konservativeren Ansatz entschieden. Wir haben ja 9 Strategien und die überlagern wir jetzt einfach mal. Das heißt eigentlich, man addiert sie. Aber man kann natürlich jede Strategie noch mit so einem Faktor versehen. Egal ob zum einen, weil man meinetwegen euro-japanischen Yen übergewichten will oder vielleicht auch nur der Grund, weil das Originalkonto von dieser Strategie so ein kleines Konto war mit 1000 Euro. Also man hat einfach Gewichtsfaktoren. So, und jetzt kann man diese 9 Strategien und das Gute ist, auch das diskretionäre Traden von Jens ist eine Strategie, das mit einer Historie und von daher kann man auch die komplett genauso wie sie ist hier mit reinwerfen. Also die addiert man mit den Gewichtsfaktoren. Naja, und dann kann man natürlich zum Beispiel nach dem Drawdown fragen. Und man kann fragen, wie viel Gewinn wurde erzielt. Und eine Variante wäre dann, man optimiert so, dass der Drawdown zum Beispiel besonders klein wird. Also man macht ihn nicht besonders groß, sondern besonders klein. Sodass man ein ausgewogenes Verhältnis hat zwischen Rendite und Drawdown. Kann man so machen? Und das Ergebnis, wenn man das so tut, ist auch tatsächlich sozusagen ein bestes Ergebnis. Das heißt, man hat hier wirklich alles optimiert, wie man es kann. Aber es besteht eine Gefahr. Wie immer beim Optimieren gilt, Überoptimierung zu vermeiden. Jetzt haben wir allerdings natürlich nur eine begrenzte Statistik. 9 Strategien sind jetzt nicht sozusagen dann auch nicht so viel. Und es könnte dann sein, dass man das Ganze so steuert, dass sich möglichst die Drawdowns der Einzelstrategien gegenseitig versuchen sozusagen auszunivellieren. Das ist zwar prinzipiell schön für die Vergangenheit, aber natürlich keine Garantie für die Zukunft. Von daher ist ein Ansatz, der ist auch gut, ich will den überhaupt nicht schlecht reden, aber er hat seine Nachteile, weil er noch so ein unbegrenzt unbekanntes Risiko enthält. Wir haben es anders gemacht. Und auch der Ansatz ganz konkret vorgestellt. Wir haben uns eine Zielgröße gegeben. Und zwar eine Zielgröße, was wir uns vorstellen können als sozusagen tolerierbare
Verlust an einem einzelnen Tag. Und da haben wir einfach mal eine Zahl festgesetzt, 1%. 1% sind wir bereit, an einem einzelnen Tag auch zu verlieren. Das ist so ein bisschen so ähnlich wie diese 1%-Regel, die man ja wirklich in zahlreichen Büchern und findet. Und die ist auch gar nicht so schlecht, weil sie entspricht auch so ein bisschen der menschlichen Psyche. Also natürlich wollen wir da nicht 10% verlieren. Und deswegen haben wir uns für diese 1% entschieden. Ja, und jetzt können wir natürlich was machen, wenn wir Historien kennen von jeder einzelnen Strategie. Wir können das Worst Day Result, also den schlechtesten Tag, den jede einzelne Strategie hat, den kennen wir ja und können den bestimmen und können den ins Verhältnis zum Konto setzen. Ich mache es gleich auch praktisch an einem Beispiel und wie immer natürlich in dem Excel-Sheet. Ihr kennt kein Webinar ohne Excel-Sheet, so ähnlich. Und dann wird es auch nochmal zusätzlich klar. Aber ich gehe erstmal den roten Faden einmal durch. Was wir jetzt natürlich tun, ist, wir verteilen diese 1%, die wir bereit sind, an einem einzelnen Tag zu verlieren, auf unsere neuen Strategien. Und wir haben uns einfach dafür entschieden zu sagen, okay, der diskretionäre Anteil darf 0,2% an einem einzelnen Tag verlieren und jede dieser 8 weiteren Strategien darf 0,1% verlieren. Was ja nichts anderes bedeutet, als wenn man das alles addiert, kommt genau 1% raus. Und damit merkt ihr schon den ersten Ansatz, der hier mathematisch mit drin steckt. Es ist eine wahnsinnige Worst-Case-Betrachtung. Wir bestimmen die Gewichte unserer Strategien so, dass selbst wenn jede unserer neuen Strategien simultan einen schlechten Tag hat, kommen wir auf unsere 1%. Das ist konservativ. Aber genau das wollen wir auch machen. Wenn man das so tut, kriegt man so automatisch das Gewicht einer Strategie. Damit das mal ein bisschen deutlicher wird, will ich das Ganze auch tatsächlich mal eben in einem Excel-Sheet zeigen für die 2 Strategien, die ich auch vorgestellt habe. Aber das machen wir ein bisschen größer, dann wird es klar. Da war zum Beispiel Euro-japanischer Yen. Natürlich, wie immer, habe ich auch noch die Kontonummer von dem eigentlichen Ursprungskonto. Und der war mal ursprünglich bei 1000 Euro, ist dann hoch auf 1200. Dann kenne ich übrigens auch noch mal den Monthly Return von dieser Strategie. Und jetzt wird es interessant. Ich kenne das Worst Day Result für diese Strategie. 14,28 € auf dieses Konto, auf dieses 1000-Euro-Konto. Na, und jetzt brauche ich nicht mehr viel tun. Was ich jetzt berechne, ist, ich drücke das mal Ganze in Prozent aus, okay. Für diese Einzelstrategie ist der Worst Day Result eine 1,43% Minus an einem einzelnen Tag. So, und jetzt springen wir mal hier rüber. Worst Day Result in Prozent soll sein für in dem Gesamtportfolio, was wir hier als JFD Basket Portfolio dann haben, darf genau nur 0,1% sein. Tja, und damit ist das Gewicht 7%. Ergibt sich sofort. Ich mache mal einfach nur spaßeshalber das Gewicht auf 20% hoch. Naja, dann würde ich Gefahr laufen, dass ich hier auch an einem Einzeltag fast 0,3% verliere. War also nicht gut. Also lassen wir es mal lieber bei 7%. Warum drücke ich das eigentlich übrigens so aus? Kleiner Hinweis. Dieses Gesamttrading Konto, in dem wir den Basket verwalten, ist ja die Addition von vielen Einzelkonten. Und natürlich wollen wir jede Strategie mit einem Gewicht versehen, sodass das immer, egal wie der Kontostand ist, auch richtig gewichtet wird, sodass für alle die gleichen Bedingungen sind. Und das ist genau diese 0,07. Und jetzt habe ich mein Gewicht für diese Einzelstrategie in diesem Konto. Wenn man die Liste übrigens dann hier weiter runterführt und mit allen Substrategien auffüllt, kann was Interessantes passieren. Die Summe kann jetzt sowohl kleiner als 100% als auch größer als 100% sein. Beides ist möglich, macht aber nichts. Das Entscheidende ist, im Worst Case würden wir tatsächlich mal auf unser 1% Maximum zulaufen, nämlich wenn alle Strategien gleichzeitig, ich sag's mal zu gut Deutsch, ins Klo greifen. Dann würde genau dieser Fall eintreten. Und hier so funktioniert die Gewichtung und so funktioniert das dann auch gleich der Übertrag in das große Konto, da wo dann die Einzelkonten zusammenlaufen, in denen dann auch sämtliche Trades abgebildet werden. Ja, also so gehen wir vor. Und zweites Beispiel ist ja einfach das andere Konto, DAX Day of Week.
Hatte als schlechtesten Trade eine 14,74 €, ist er bezogen bei diesem Konto ein kleinerer Worst Day, deswegen geht hier das Gewicht entsprechend dann höher. So haben wir uns entschieden, die Gewichte zu verteilen. Einfaches Vorgehen ist aber Worst Case. Jetzt will ich das nochmal kurz überleiten, warum das hier so konservativ ist und was das eigentlich bedeutet, will ich euch ein Beispiel mal kurz zeigen. Dass man da so ein Gefühl dafür kriegt, warum das hier eine Worst-Case-Optimierung ist. Ich habe hier eine Spalte A. Das sind einfach Zufallszahlen zwischen minus 1 und plus 1. Und eine Spalte B. Auch wieder Zufallszahlen zwischen minus 1 und plus 1. Und logischerweise, wenn man diese zwei Zahlen, also diese zwei, man könnte das Konten nennen, zwei Einzelkonten, und das sind dann vielleicht so diese Daily Results, die man dann da hat, von den Einzelstrategien. Logischerweise ist dann das Gesamte, wenn man die beiden summiert, ist das Ergebnis natürlich zwischen minus 2 und plus 2. Soweit, so gut. Das war zu erwarten. Aber, und das ist sozusagen unsere Sicherheit, die wir hier drin haben. Gewissermaßen ist hier 1 plus 1 nicht 2, sondern hier ist 1 plus 1 gleich Wurzel 2. Und das ist auch statistisch an dieser Stelle, das ist sozusagen total korrekt, dass wenn man einzelne Ereignisse oder in dem Fall hier diese Kurven überlagert, dann kommt nicht das Doppelte raus. Ich habe das hier mal als Beispiel auch tatsächlich mathematisch gemacht. Ich habe hier die Standardabweichung meiner Zahlenreihe A, die ja zwischen minus 1 und plus 1 zufallsmäßig hin und her schwankt. Und die Zahlenreihe B, auch zwischen minus 1 und plus 1, jeweils die Standardabweichung bestimmt und dann die Standardabweichung der Summe. Und ihr seht, und wenn ich jetzt, da oben steht zwar jetzt nicht gerade Wurzel 2, also 1,41, aber wenn ich vielleicht mal ein paar Mal neu würfel, dann kriege ich hier auch unterschiedliche Zahlen, mal kleiner, mal größer. Und von daher haben wir jetzt noch einen Sicherheitspuffer. Der Sicherheitspuffer entsteht einfach dadurch, dass nicht alles immer am gleichen Tag schlimm gehen oder schief gehen muss. Nur mal kurz, ich habe es hier auch mal mathematisch aufgeschrieben. Wir haben ja, ich hab ja gesagt, unsere 8 Einzelstrategien kriegen jeweils als erlaubtes Risiko 0,1% und der diskretionäre Anteil von 0,2. Und wenn man jetzt das hier mal mathematisch aufaddiert, um sozusagen diesen statistischen Touch damit reinzukriegen, sollte unser Worst Day Result im Moment nicht größer als 0,35% sein. Aber natürlich kann es trotzdem schlimmer sein. Dass das der statistische Erwartungswert ist, ist mal das eine. Die Realität kann natürlich trotzdem größer sein. Ich habe dann nur mal spaßeshalber mich gefragt, was haben wir denn bisher an Daily Results im Basketportfolio? Und ihr seht hier das Datum der genau des letzten Monats oder einen Monat zurück mit seinen Daily Results. Und dann seht ihr, habe ich mal kurz hier auch den Worst Day und den Best Day und die Summe aus allem bestimmt. Und siehe da, bisher ist das Worst Day Result bei minus 0,36%. Ich springe noch mal zu meiner Folie zuvor. Ja, passt zu der Zahl, die wir auch hier vorhin schon hatten. Gut, also so managen wir das Risiko in dem Ganzen und haben einen Puffer drin, weil wir halt jeder Strategie ein einzelnes Risiko zuweisen. Und in Summe kann es dann natürlich durchaus besser laufen als das, was wir uns hier vorgenommen haben. Aber so ist es halt, wie wir es dann entsprechend steuern. Zu guter Letzt natürlich, okay, ich gucke noch gerade auf die Frage, was kommt denn raus bei einer Optimierung der Sharpe-Ratio des Portfolios? Zahl kann ich dir da leider nicht nennen, wenn man das wäre auch noch eine Variante, dass man einfach die addiert, die Strategien mit einem bestimmten Gewicht und dann auf Sharpe-Ratio zum Beispiel optimiert. Muss ich einfach sagen, habe ich nicht gemacht. Guck ich mal, wie schnell ich es mal machen kann. Dann liefere ich dir das Ergebnis da noch hinterher.
Aber natürlich hier noch auch die kleine Einladung. Wie kann ich, also ihr, am JFD Basket Portfolio denn eigentlich partizipieren? Ja, das ist in der Tat ziemlich einfach. Das ist sicherlich nicht verwunderlich, dass es entsprechend einfach ist. Es fängt einfach an mit einer E-Mail an den Support von JFD, also support@jfdbrokers.com. Und der entscheidende Satz ist sozusagen, ich möchte einfach ein Investkonto für das JFD Basket Portfolio eröffnen. Danach kann, also bin ich, weiß ich, werden mit euch die anderen Schritte, die Unterlagen, die nötig sind, durchgegangen. Ist nicht viel anders, als wenn man ein normales Handelskonto eröffnet. Es gibt ein Zusatzdokument, was dann nochmal erforderlich wird. Das ist so ähnlich wie so eine Handlungsvollmacht, die man noch zusätzlich erteilen muss. Und ja, so kann man da auch, kommt man auch ziemlich einfach an ein solches Investkonto. Ein bestehendes Konto kann man nicht nehmen. Ja. Stefan, was ich noch kurz einwerfen würde, besonders leicht wird es übrigens für diejenigen, welche, die bereits Kunden von JFD sind. Die eröffnen nämlich nur ein Unterkonto, also ein separates, ich nenne es jetzt mal Investorenkonto. Das wird dann an diese Struktur dran gedockt im Grunde genommen. Da muss man noch nicht mal mehr sich legitimieren oder sonst dergleichen. Da geht es tatsächlich nur um so ein Zusatzkontoantrag, heißt das, glaube ich, oder so. Ich weiß gar nicht. Wie Zusatz, ja, Additional Account oder irgendwie so wird es heißen. Und dann halt dieses LPOA-Dings, dieses Limited Power of Attorney, und das war es dann auch schon. Ja. Nee, danke, weil das Letztere, was gerade so kompliziert klang, ist einfach diese Handlungsvollmacht, die Jens gerade noch erwähnt hat. Und umso einfacher, also dass es für einfach für bestehende JFD-Kunden noch einfacher ist, das den Prozess zu durchlaufen, weil ja die Legitimation schon komplett vorliegt. Aber hier, natürlich will ich nochmal kurz ein paar Key Facts auch noch sagen und auch nicht überhaupt nicht verheimlichen. Nämlich zum einen, es gibt eine Minimum-Account-Summe, die ist 2.500 Euro. Darüber ist natürlich alles möglich, aber halt nicht beliebig klein. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, was wir hier vorstellen, ist eigentlich nichts anderes als eine Vermögensverwaltung. Und eine Vermögensverwaltung für etwas, die beginnt sonst schon mal gerne ab 100.000 Euro aufwärts oder vielleicht auch bei dem einen oder anderen vielleicht so ab 20 oder 50.000 Euro. Und ich, auch wenn dieser Satz, den ich jetzt gleich sage, nicht auf meinem Mist gewachsen ist, den kopiere ich gerne von jemandem. Das ist so ein bisschen wie die Demokratisierung der Vermögensverwaltung. Und den mag ich auch, den Satz. Das heißt, auch wenn es hier zwar noch nach wie vor eine Minimum-Account-Summe gibt, aber sie ist deutlich kleiner als bei klassischen Vermögensverwaltungen. Es gibt zwei Arten von Gebühren, die mit verbunden sind, wenn man hier an dem Basket-Portfolio mit teilnimmt. Das eine ist, es gibt eine Managementgebühr, die ist jährlich, auch wenn sie dann monatlich bezahlt wird, aber die aufs Jahr gerechnet ist sie 2%. Das ist so ähnlich wie, ich sag mal, sowas wie Ausgabeaufschlag oder ähnliches bei anderen. Einfach eine Managementgebühr und es gibt auch eine Performancegebühr, aber mit dem Hinweis, nämlich, das ist das sogenannte High Watermark. Demjenigen, dem das nicht so viel sagt, es ist relativ einfach. Man zahlt eigentlich nur, wenn auch wirklich Gewinne erzielt werden. Und das nicht nur temporär Gewinne erzielt werden, also Monat März super gut, Monat man zahlt und im April super schlecht, man zahlt zwar auch nicht, aber und dann kommt wieder ein guter Monat und man zahlt wieder. Nee, nee, so ist es nicht, sondern das Prinzip High Watermark besagt eigentlich, man zahlt immer nur relativ zum letzten Höchststand. Das heißt, nur mit neuen Höchstständen werden auch überhaupt Gebühren fällig und das ist eigentlich das fairste Modell, was man sich vorstellen kann. Ein- und Auszahlungen, die sind jederzeit möglich. Das heißt, auch kann auch vor allen Dingen sowas machen, wie dass ich vielleicht sage, hey, ich nutze das und zahle jeden Monat 1.000 Euro ein, 500 Euro ein, 100 Euro ein, einfach um da die Summe langsam steigern zu lassen. Gar kein Problem. Also auch sowas ist möglich und folgt einfach den ganz normalen Regeln, wie bei jedem anderen JFD-Konto auch. Natürlich will man auch die Performance sehen, und das ist jederzeit möglich. Das geht dann über das MyJFD-Portal und da sieht man jeweils den aktuellen Stand der Trades, also wo das Konto steht und man sieht auch im Detail alle
abgeschlossenen Trades. Also wenn ich sage, jederzeit sieht man das, ja, ich habe gesagt, also alle 5 Minuten wird es aktualisiert. Also ich denke mal, das wird sicherlich reichen. Gut, gucke ich mal gerade, weil hier kommen einige Fragen rein, die eine Rolle spielen, nämlich nach der Zielsetzung von dem Ganzen. Das Schwierige bei Zielsetzungen ist immer, jede Zahl, die ich jetzt sage, kann man anschließend gegen mich verwendet werden. Von daher ist mir wichtig, immer vor allen Dingen die Historie zu zeigen. Und natürlich habe ich eine Erwartung an das Ganze. Und die will ich auch durchaus hier einmal sagen. Und zwar, ich sage es immer ganz bewusst andersrum. Ich fühle mich super gut mit dem Ganzen, wenn im Schnitt sowas ist wie 1% im Monat. Ja, der eine oder andere würde sagen, Mann, so eine kleine Zahl. Nee, damit fühle ich mich gut. Und genau mit dem Risikosteuerung, die ich hier auch vorgesehen habe. Dann mal weiter. Kann man auch andere Währungen einzahlen als Euro? Sorry, da muss ich jetzt passen. Ich vermute ja, aber ich weiß es nicht. Vielleicht Ich weiß kann ich es ja. beantworten. Oh, super, danke, Jens. Ja, kann man, aber das wird in Euro umgewandelt. Also das heißt, man könnte zum Beispiel Schweizer Franken einzahlen, aber die würden in Euro umgewandelt zum jeweiligen Wechselkurs und würden dann wieder bei Auszahlungen zurückgetauscht. Also man hätte quasi eine zusätzliche Währungsspekulation gegen den Euro, wenn man so möchte. Ja, okay, super. Also, umso einfacher, dass es erstmal in allen Währungen geht. Aber natürlich hat man dann zweimal ich nenne es mal das Wechselrisiko, aber egal, wie wir es jetzt nennen. Okay, ich lese mal genau vor, was hier steht. Ich finde die Eintrittsbarriere als nobel, also vielen Dank, weil halt die Minimumsumme hier gar nicht so hoch ist. Habe aber Bedenken, dass man bei einer Managementgebühr von 2% noch einen Gewinn erzielen kann. Naja, da ich jetzt gerade sowas gesagt habe, wie wann ich mich glücklich fühle mit dem Ganzen, wenn ich auch sage, ich bin richtig stolz auf das, was wir hier erreicht haben, wäre die Managementgebühr keine Hürde mehr, wenn man da mal kurz drüber nachdenkt. Dann die Managementgebühr wird immer angefragt, die fällt immer an, das ist richtig, unabhängig vom High Water Marker. Deswegen auch die zwei Anteile, Performancegebühr und Managementgebühr. Gut. Stefan, mir fällt gerade noch was ein zur Management-Fee. Vielleicht ist das so ein bisschen abschreckend für den einen oder anderen, weil es könnte sein, dass das Missverständnis hervorruft. Also es sind nicht 2% pro Monat, sondern es sind 2% per annum und dann runtergebrochen auf die Monate. Also das heißt 2% geteilt durch 12, was dann so roundabout wahrscheinlich 0,17 sein dürfte ungefähr. Und das wird monatlich immer berechnet. Also, oder anders formuliert, mal angenommen, wir nehmen 10.000 Euro, da sind 2% aufs Jahr, 200 Euro, und die werden dann geteilt durch 12, belaufen sich ungefähr auf 16, 17 Euro pro Monat. So. Super, danke, das ist super. Jetzt gerade werde ich nochmal gefragt, Vergleich zum Beispiel Performance, auch wenn man das zum Beispiel mit dem DAX sieht, will ich nochmal ein Bild zu zeigen, wenn ich es denn jetzt hier gleich schnell genug finde. Und konzentriert euch mal für eine kurze Zeit hier auf diese Grafik. Und da sieht man auch hier die jüngere Vergangenheit der Strategie. Und im Gegensatz dazu zum Beispiel den DAX. Der DAX hat zugegebenerweise das Ganze outperformed, ja. Aber ihr seht, was dann passiert, wenn dann mal hier der Markt wirklich solche Einbrüche macht. Es ist sogar hier umgekehrt. Das Portfolio hat während der Zeit Gewinne erzielt. Und was mir noch viel, viel wichtiger ist an dem Ganzen, als der reine Vergleich DAX-Prozent gegen Portfolio-Prozent, das ist sozusagen die Glattheit der Kurve. Also, dass das Ganze möglich ist, ohne größere Drawdowns zu fahren. Also wenn man sich den DAX dagegen anguckt, sind natürlich hier Drawdowns drin, die sind ziemlich, ziemlich hoch. Und diese Drawdowns hat die vergangene Performance des Portfolios überhaupt nicht. Und das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Sache dann aus.
Okay, jetzt wird natürlich nochmal gefragt, Stefan, wie sieht die Begleitung aus? Was müsste ich tun? Da weiß ich jetzt nicht genau, was mit Begleitung gemeint ist, aber ansonsten, wenn noch hier mal gleich eine Frage offen bleibt, sonst kurz nochmal mit mir auch Kontakt per E-Mail aufnehmen. Da gehe ich dann gerne drauf ein. Ansonsten der Eröffnungsprozess eines Kontos und dann auch so etwas zu machen, überhaupt gar kein Problem. Das Ganze hier über den JFD-Support. Und ansonsten, wie gesagt, Jens hilft gern weiter, ich helfe gern weiter. Das kriegen wir auf jeden Fall zur Sache. In Summe, also eine ziemlich, aus meiner Sicht, coole Sache, einem solchen Portfolio wirklich partitionieren zu können. Und das ohne dann weiteren Aufwand. Man hat Live-Performance, die man auch wirklich beobachten kann. Und das kann einfach eine schöne Bereicherung für jeden sein. Und ich glaube, noch schöner ist, dass man sogar vieles von dem weiß, wie da drin getradet wird. Das Strategiemix und auch jetzt so dieser Touch, wie den genau Jens reinbringt, ausgehend von einem sehr, sehr sauberen Setup. Das Ganze dann entsprechend so weiter zu traden und zu optimieren. Ja, so bildet sich das Gesamtportfolio aus automatischen und diskretionären Strategien. Und ich glaube, es gibt sicherlich nicht viele Vermögensverwaltungen, die so offen über das reden, was sie tun und so offen und transparent mit allen Details umgehen, wie wir es tun. Aber das ist halt auch genau das, ja, was wofür Jens steht, wofür ich stehe und wofür insbesondere natürlich auch JFD steht. Also von daher hoffe ich einfach, dass wir da noch so ein paar Follower finden. Und dann kriegen wir das sicherlich gut hin. Und ich hoffe, ihr werdet auch eure Freude dann entsprechend daran haben. Soweit von mir. Natürlich auch will ich noch mal kurz Jens noch zu Wort kommen lassen, aber natürlich ansonsten von mir noch einen schönen Abend und ja, die nächsten Strategien warten schon in den Startlöchern und ihr könnt demnächst immer zweierlei hellhörig werden, wenn ich über neue Strategien rede, nämlich zum einen über die neue Strategie an sich und zum anderen, hey, kommt die eigentlich auch in das Portfolio? Werde ich sicherlich immer mit erwähnen. Soweit von mir, macht's gut. Ja, und auch von mir. Also vielen Dank, Stefan. War wirklich großartig. War total super angenehm, auch mal nicht der aktive Part zu sein, sondern einfach zuhören zu dürfen. Und wie Stefan schon gesagt hat, nutzt gerne nicht nur die Möglichkeit, ihm eine Mail zu schicken, schickt sie auch mir oder schickt sie an JFD. Wir können das ja so aufsplitten. Am Ende landet es auf jeden Fall genau dort, wo es soll, nämlich dann zu euren Gunsten in irgendeiner Form mit dem PDF oder Fragen rund um Investments oder sonst dergleichen. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch von mir einen wunderschönen Abend und ich denke, wir hören uns allerspätestens morgen wieder um 10:30 Uhr im Morning Meeting. Genau, das muss natürlich auch erwähnt sein. Jens ist ja hier kein Unbekannter mit den zahlreichen Beiträgen auch quer über den Tag verteilt. Also, mach's gut. Euch allen noch einen schönen Abend. Tschö. Tschüssi.